Okay, es geht weiter in der längsten Abkürzung. Wir müssen immer noch alle Kronen finden. Schauen wir mal, ob wir das gleich schaffen. Glaube ich nicht, weil... Ja, ich hab's geschafft. Das gibt's doch nicht. So. Und zurück mit uns. So. Gut, das mache ich als letztes. Gut, das noch. Da gibt's nicht mal Schalter. Gott sei Dank. Ich hasse Schalter in diesem Level. Sonst sind Schalter ja immer cool, weil sie irgendwas bringen, aber hier... Bleh. Ich hasse diese Krone, ich kann sie nicht mehr sehen. So. Wow, 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 wow. Okay, ist egal, wir können eh wieder raufklettern. Okay, hier haben wir immer noch dieses... Warte, was ist das eigentlich? Gartenzaun? Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So, jetzt gehen wir da rein in diesen wunderschönen Garten. Und geschafft. So, wir haben alle Kronen, wir können wieder zu Globox zurück. Mal schauen, ob er das diesmal checkt, dass das ich war und nicht er. Aber ich glaube nicht, er ist so selbstsüchtig. Und meint immer, er ist der Beste, obwohl er voll der Schisshase ist. So, Schisshase, gibt es das Wort in Deutschen? Schisshase. Wir sagen das total oft im Österreichischen. Angsthase, Schisshase. Schisshase. Nini, was soll die das bringen? Wartet kurz, ich will noch warten, bis er was anderes sieht als dieses Nini, weil wir haben nicht viel gesehen. Das Level ist gleich aus und es wäre schade, wenn dieser Part nur 5 Minuten gedauert hätte. Spieglein, an der Wand. Nee, das wird bestimmt nicht. Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Und Raymond spielt mit seinem eigenen Körper. Man kann jetzt singen für mich dieses, warte, ist das, das ist glaube ich auch die Schöne und das Biest, das Lied, was er da eigentlich singt. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Hüpf, hüpf, hüpf. Komm jetzt sing bitte, ich will weitergehen. Nee, das haben wir schon gehört. Ey. Komm jetzt. Sesam, öffne dich. Gott. Sesam, öffne dich. Irgendwie habe ich das Gefühl, der will heute nicht singen. Sing das Lied für Papi. Komm schon. Das bringt nichts. Okay, ich warte noch genau eine Minute. Ich weiß, langweilig für euch. Spielt einfach vor oder so. Jetzt. Das ist doch aus Die Schöne und das Biest oder so. Keine Ahnung. Müsste mal Mimi fragen, die ist ja so ein Disney-Freak. So, okay. Endlich haben wir die Tür aufgekriegt. Ja! Yeah! Nach 3 Minuten sinnlosen Gerede. Und
zwei Minuten Kronen sammeln. Ich bin der König der Türangeln. Sag mal, Ring, angenommen, ich wäre nicht hier. Wie hättest du wohl diese Türe geöffnet? Du brauchst mir nicht zu danken. Ich danke dir nicht, ich schlage. Ja. Oder indem ich einfach blöd lache und du blöd applaudierst. Ich muss kotzen. Dann kotz. Hey, fass deinen Kumpel nicht an. Sagst du heute nur dasselbe. Ich muss kotzen. Hey, fass deinen Kumpel nicht an. Ich schlag dich mal von hinten, okay? Ich muss kotzen. Einmal noch. Pass auf, sonst wird man uns zensieren. Ich laufe hier schon völlig nackt herum. Alter, ich bin doch kein Schalter. Soll ich mich noch einmal nach vorne beugen? What the fuck? Was ist mit dir los? Alter, ich bin doch kein Schalter. Au! In Raymond 2 warst du netter. Schluss jetzt, im Handbuch steht, wir sind die besten Freunde. If I had the hammer, I hammer in the morning. Du musst dich hier nicht so aufblustern, nur weil du mal im Fernsehen warst. Stimmt, es gab eine Raymond-Fernsehserie. Altersbeschränkung wird bestimmt auf 16 angehoben. Würde ich dem Spiel empfehlen, ich meine, wenn durch die Knarren und so. Du hast zu viel Gladiatorenfilme gesehen. Okay, okay. Ich glaube, das waren alle. Nein, irgendwann sagt er noch, ich. Achtung, ich bin in besonderen Umständen. Er hat ja Andy, also André in sich oder Andy. Und. Ja, und deswegen meint er irgendwie, er ist schwanger oder so. Er hat ja am Anfang auch mal geträumt. Ich habe geträumt, schwanger zu sein. Es gab Hering möchte Schlag sein. Das war, glaube ich, ein Hinweis der Entwickler, dass genau sowas passiert. So. Also sowas ähnliches. Der Sand sieht mir ja mal mega scheiße aus und hier ist noch so ein rotes Vieh. Und wir steigen in ein Schiff und fahren zu. Ist da im Wasser eigentlich irgendwas? Warum nicht, oder? Naja. Ich würde sagen, wir steigen mal ins Schiff und verfolgen André und Reflux. So, und die drei Heiler kommen wieder. Ihr kommt zu spät. Reflux und André haben sich schon eingeschifft. Wenn es ihnen gelingt, Leptis zu beschwören, löst sich die Welt in Rauch auf. Nehmt das Boot und holt sie ein. Okay, das nächste wird ein Bootlevel. 99%. Okay, wie ich habe keinen Grinsefrosch, wirklich. Okay, ich habe einen Grinsefrosch, weil ich einfach cool bin nach dem zweiten Mal. In der längsten Abkürzung. So, das nächste Mal kommt dann der Gipfel über den Wolken. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.